Also ich kann Kupferrüstung herstellen. Ah, 17 reicht nicht. Ich kann keine Silberrüstung und Eisenrüstung. Eisenrüstung kann ich, glaube ich, ein ganzes Set herstellen. Krass. Was wollt ihr denn? Wollt ihr Eisenrüstung? Oder wollt ihr Eisenwaffen? Ich hab ein Silberschwert. Ratschwert. Sehr viel rumgekommen in dieser Welt. Ich kann sogar noch ein Platin-Schwert herstellen, aber es ist bestimmt schlecht. Immer wenn ich was herstelle, wird es schlecht. Oh. Warum? Boah, läuft so. Keine Ahnung. Drei Platin-Schwerter herstellen müssen, bis ein gutes rauskam. Dann hätte ich mir auch Platin-Rüstung herstellen können, glaube ich. Wieso kommen da schlechte raus? Kann sein. Dann kommt irgendwie, die heißen dann. Hier ist Eisenrüstung, Eisenhelm. Irgendwer hat es eingesammelt. So, jetzt gucke ich, was ich noch herstellen kann mit dem verbliebenen. Kupfer kann ich noch herstellen. Ich kann auch Kupferrüstung euch herstellen. Aber ich glaube, ich habe auch noch Kupferrüstung. Die ist auch noch hier unten irgendwo drin. Irgendwer hängt an der Kiste dran. Ja, was? Ja, dann nimm doch die Kupferrüstung raus, oder hast du schon Kupferrüstung? Ich hab keine Kupferrüstung. Ja, dann nimm die doch hier aus der Kiste da, aus der. Weil da unten irgendwo geht auch mega der Shit ab. Ich weiß nicht, ob ihr die Karte seht. Nee. Aber ganz rechts. Da habe ich schon erforscht. Map ist ja immer noch voll riesig. Noch weiter nach rechts. Welt interessant zu wissen, ob das so eine normale oder eine Expertenwelt ist. Ja, willst du eine Expertenmap aufmachen? Ich habe keine Ahnung, was das für eine ist. Ja, da sind halt, da ist halt nicht Platin oder so das Beste, sondern noch viel krassere Sachen gibt es dann da. Ach so, ne, das ist ja Anfangs-Shit. Weil da werden die Monster ja auch krasser. Ja. Ich wollte ja erstmal pushen. Also wer von euch will hier Mana-Kristalle haben? Gibt's auch noch Mana-Kristalle? Der Fabian, der Gierige. Weiß nicht, was Mana-Kristalle machen. Ja, dann hast du mehr Mana. Die brauchst du dann für die krassen Sachen. Die habe ich schon. Auch. Rollers, dann kannst du mit Stefan hier. Ja, das heißt, der Stefan braucht jetzt noch Kupferrüstung. Ich hab noch eine. Ja, du hast die Rüstung, aber nicht die Füße und die den Kopf, oder? Nee. Ich war auch noch keinen Kopf. Ja, du, ich hab dir einen Eisenhelm gedroppt. Willst du mich verarschen? Hab ich nicht bekommen. Hat irgendwer einer von euch den? Irgendein anderer. Da ist ein Kupferhelm. Ja, ich hab einen Kupferhelm. Hey, ich hab gerade eben Eisenhelm hergestellt. Ich hab nur Eisenschützer und Eisenhemd. War ich automatisch ausgerüstet? Eigentlich dachte ich. Irgendwie hier diese, weil hier auf den Stufen, auf denen du gerade läufst, das sind Pfeilfallen, dass da einer reinläuft von euch und stirbt. Aber war gar nicht. Die schießen gar nicht. Das wäre halt voll witzig gewesen, weil die vergiften halt einen und geben mies Damage die ganze Zeit. Das war, wo müssen wir denn hin? Ja, einer von euch kriegt. Ja, einer von euch. Dürft euch aussuchen. Wer von euch will eins? Was? Ich töte den. Ja, wer von euch will eins? Ich. Ich will eins. Weiß nicht. Was ist eins? Ja, müsst ihr euch aussuchen. Das sind zwei Item-Sets, die ich jetzt loswerden will. Okay. Der eine kriegt das eine und der andere kriegt das andere. Huch. Dann gibt das eine. Okay, du willst die eins. Dann kriegst du das hier und das hier. Wow. Ein Vogel eingesperrt. Der hier kriegt das hier und das hier und das hier. Ein Item davon müsst ihr euch in die Leiste ziehen. Das ist der komische Regenschirm. Ich finde den derbst unnötig, deswegen habt ihr beide Regenschirme gekriegt. Aber Stefan zum Beispiel hat jetzt beide Items, damit kann er zum Beispiel anwenden, wenn du jetzt eine Wand baust. Muss ich die irgendwie auswählen, oder? Du musst die in rechts, wenn du dein Inventar aufmachst. Rechtsklick.
Dann kannst du jetzt hier so an Wänden dran kleben bleiben. Und das Witzige ist, du kannst, während du an so einer Wand bist, abbauen. Geht das denn? Du musst einfach nur in die Richtung der Wand klicken. Ich kann das also, gar nicht. Ich kann das gar nicht. Weil du es gar nicht hast. Hast du beide ausgerüstet? Ja, ja. Also rechts? Ja, dann spring mal hoch und dann drück mal in die Richtung der Wand. Ah. Dann musst du einfach nur die Taste Richtung Wand gedrückt halten. Aber du hast einen Doppelsprung, Fabi. Aber wie funktioniert der Regenschirm? Einfach. Den musst du ausgerüstet haben in deinem Dingens und dann kannst du doppelspringen. Das ist natürlich nicht den verbesserten Doppelsprung, den ich habe. Aber du hast zum Beispiel auch die Hermes-Schuhe. Wenn du nämlich die kann ich anziehen. Ein bisschen läufst, dann irgendwann fängt er an schneller zu laufen. Beste. Ja, sollen wir dann in so eine Expertenwelt gehen? Weil das macht irgendwie in meinen Augen, glaube ich, wenig Sinn, wenn die Monster dann noch so krass sind. Weil ich versuche halt eigentlich von meinem Ziel noch so eine Platin-Rüstung zusammenzukriegen, aber Platin ist halt einfach so selten. Ja, keine Ahnung. Können auch hier nach ganz unten. Warst du schon ganz unten oder so? Ich weiß nicht. Ja, ganz unten nicht. Ich war in die Spinnenwelt, da kriegt ihr so einen Jeepers Creepers Erfolg. Na, etwas schnell. Das sind die Hermes-Schuhe. Ja, schön krass. Da unten ist Tabuzone. Warum? Da hab ich voll auf den Sack gekriegt. Lass du da hingehen. Da hab ich die ganze Zeit mich beschwert, aber hat nichts gebracht. Ah, was ist denn das hier? Irgend so ein Eisblauer. Wo ist denn der Stefan? Wo bleibt der? Ja, ich bin halt nicht so schnell. Hey, du musst ganz nach rechts. Also wenn ihr die Spinnenwelt wollt, aber ich weiß nicht, ob die so geil ist. Ich würde sogar fast sagen, wir gehen noch weiter nach rechts. Wie kann man denn nur manchmal so einen Doppelsprung machen? Kannst du immer halt einmal den Boden berühren, dann kannst du wieder doppelspringen. Und das Geile an dem Doppelsprung ist, du kannst damit halt den Fallschaden quasi negieren. Also wenn du eigentlich immer ein Leuchtschwert ausgerüstet hast, oder einen Leuchtstab oder eine Fackel, dann siehst du ja, wo du hinfällst. Ich hoffe das nicht. Ja, jetzt geht's. Oh lol! Jetzt nicht runter. Was ist hier für Viecher? Weg mit euch! Eine Dreistigkeit. Die Spinnen sind mies, die haben hier richtig. Wieso kann ich denn da keinen Doppelsprung machen an dieser Stelle? Bei mir geht Doppelsprung immer. Ja, der geht auch immer, nur wenn ich von diesem einen Vorsprung hier springen will. Das komme ich nicht rüber und deshalb bin ich in dieser Monsterfalle. Ist doch lächerlich! Da unten in der Grube ja, aber hier oben? Funktioniert nicht. Ich mich da hochgraben. Wo ist der Stefan? Hier sind ein paar Monsters. Ja gut, der ist halt auch nur einfach breit, ne? Ja, guck hier, von hier, von diesem Ding konnte ich den nicht machen. Hä? Ja. Du hast halt nicht den krassen Doppelsprung, du hast halt den einfachen. Da geht der nicht! Ist halt komisch. So, läuft der Stefan? Wir brauchen den Stefan. Ist halt doof hochzukommen. Nein. Ist. Nein. Gut, eigentlich fand ich das Spiel gar nicht so witzig, aber dann habe ich angefangen, verkatert zu farmen und dann war es wieder witzig. Hier absolut nichts. Oh, jetzt bin ich runtergefallen.
Aber du hast doch die Sprungschuhe. Ich komm da halt nicht weiter. Da sind überall so Schluchten und so. Muss ich erst mal hinbauen. Hier sind noch Schluchten. Oh Gott, das ist schon slow. Stefan. Der ist ja noch übelst weit weg. Hier ist doch schon alles zugebaut. Was? Hattet ihr schon mal Blutmond? Blutmond ist ulkig. Nein. Ich hab noch nicht verstanden, was mir das bringt, weil eigentlich sind die Monster einfach nur genauso wie immer. Aber doch nicht. Oh ey, was ist das hier? Die hielten dann halt irgendwas mit Blutmond, keine Ahnung was. Ja, und wie komme ich da jetzt drüber? Guck mal, du kannst doch dich an so einer fucking Wand festhalten. Dann gehst du hier hin, springst hier rüber. Ach lol. Und auch dann. Du musst keine Angst mehr vor Wänden haben. Du kannst dich immer an der Wand festhalten. Du musst halt einfach nur deinen verfickten Pass in die Richtung bewegen. Das ist ja das Geile. Oh, hier geht aber Party ab. Da ist er. Was ist das jetzt hier? Ja, das treffst du. Leuchtende Pfeile, die dich verschießen, aber. Also ohne Witz, Boys, wenn ihr viel in den Dungeon unterwegs seid, lohnt sich einfach mal die Anschaffung eines Bogens. Warum? Das ist einfach mega entspannt, oh, dass die ganze Zeit rum zu wechseln müssen. Ja, komm hier runter! Trau dich! Oh Gott! Ja, wie du bist. Hast du nicht deine Umbrella auspacken können? Du kannst mit dem segeln, ne? Das weißt du. Hey, du meinst, komm runter, trau dich. Hab ich auch noch kurz in der naiven Annahme, dass du deinen Umbrella benutzt. Aber so Pfeil und Bogen ist. Beste. Bei euch eigentlich auch alles komplett dunkel? Ja, ich könnte so einen Leichtstab mal auspacken. Oh, dem Stefan hier den Graben zu. Ich sehe absolut nichts. Also, ich sehe was. Ich sehe nichts, bei mir ist alles schwarz. Was? Also ich sehe ziemlich gut eigentlich, auch ohne diese Lampe an. Ich auch. Lampe an. Leuchtstab. Leuchtstab ist richtig geil. Macht ihr da eine Fackel an, oder? Mach ich ja, aber die Gegner sehe ich dann trotzdem nicht mehr. Komm zu mir, Stefan. Das kann ja nicht sein, das... Oh ja, jetzt dämmert. Ah ja, jetzt sehe ich wieder was. Nee. Wer hat das Doppelsprung? Der Fabi, ne? Du hast das Doppelsprungpaket gekriegt. Ja. Weil das ist halt einfach so affig. Ich habe einfach in der Zeit mit dem schlechtesten Equipment hab ich einfach nach unten gebuddelt und habe einfach irgend so eine Scheiße. Oh Mann! Das ist so scheiße. Was ist los? Ja, du bist wieder gestorben? Ja, ich sehe halt nichts. Das ist alles schwarz. Da musst du mal dein Gamma ein bisschen verändern. Weil ich sehe einfach echt easy. Ja.
nein, die Würme. Ihr hört bisher einfach wild mit euren Waffen um euch schlagen, egal ob ihr es seht oder nicht. Oh Gott! Genau deswegen. Der Wurm, der kommt einfach immer wieder. Der saugt halt auch kräftig an den HP. Kommt jetzt wieder. Oh, LOL! Ich seh Alter, muss ich da auch noch hin oder was? Ja, gleich ist der Wurm tot. Kannst immer wieder hell werden, ey. Fuck dir nur ab. Was sagen denn deine Gamma-Werte? Ich versteh's halt auch nicht, weil eigentlich sieht man über der Erde noch richtig gut. Ajo. Da wird's halt auch einfach nicht so krass dunkel. Ja, jetzt sehe ich gerade auch wieder richtig gut. Hä? Merken wir die Zelle. Aber jetzt wird wieder Tag, oder nicht? Naja, jetzt ist... Der Wurm ist auch tot. Jetzt ist wieder komplett dunkel. Ja, dann hast du irgendwas. Hast du irgendwas an, was dir Debuff gibt? Oder ich weiß nicht. Gift vielleicht? Ja, jetzt auf jeden Fall safe wieder Tag. Wo bin ich? Du bist in das Loch gefallen! Das ist... Och komm, Stefan, das ist so klein, das Loch. Ich komm runter. Ich seh halt nichts. Dass du einfach diesen fucking Sturz überlebt hast. Wie geht das denn? Wie siehst du denn nichts? Komm jetzt mit runter, Stefan. Können wir doch mal die Karte öffnen hier. Was ist jetzt, das hier? Da ist ein leeres Loch, hier ist gar nichts los. Boah, aber da unten drunter noch. Und da unten geht geblubbel. Also soll ich jetzt wieder zurückkommen oder was? Ey, wir kommen jetzt hier nicht durch, wir müssen wieder hoch, Stefan. Wir kommen hier nicht durch. Seil. Mach Licht. Vor allem, ich hab Licht an, aber ich seh nix. Alter, was ich hier baue. Das Problem ist... Oh nein, das ist ein Viech! Was? Oh Gott! Na komm, ich weiß nicht, ob ich es treffe. Wir sind durch. Wir sind gleich bei dir, Fabi. Ich hab auch gerade nur irgendwie 200 Seile verbraucht oder so. Ja, wollen wir jetzt zu den Jeeper Creepers oder weiter? Egal. Weil die Jeeper Creepers drücken echt fies. Ich glaube, da habe ich eigentlich schon viel abgegrast. Der Stefan den Weg über diesen See schaffen wird, vielleicht sollte ich ihm noch einen Weg bauen. Hättest du mich jetzt eingebaut, ne? Ja, hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Hier bin ich eben runtergefallen. Ja. Deswegen habe ich dir eine Brücke gebaut. Muss ich jetzt hier eine Treppe hinbauen? Stefan! So. Hier gehen wir nicht rein, weil da war ich schon. Muss verschlossen bleiben. Weiter geht's! Oh, das ist irgendein Blubber, den könnt ihr ja töten. Er ist so Stein. Thank you.
ist. Darunter? Ich hab gelernt, man muss oft in diesen Minen nachgucken. Oh Gott, ich hab da eine Bombe geschmissen. Auf jeden Fall immer spinksen gehen. Weil oft kann man da echt gute Sachen abgreifen. Hier zum Beispiel Kupfer vorkommen. Bräuchte ich halt nur so eine Luftblase, die ich mal eben rein könnte. Denn hier das Wasser mit Scheiße. Ab. Wie gesagt, hier ist Kupfer. Aber mit Wasser habe ich schon so viel Erfahrung. Du musst einfach so ein bisschen nach oben buddeln in diesen Wasserdingern und schon seid ihr auf der sicheren Seite. Hier unten ist Licht, Boys. Ihr könnt hier wirklich safe runter. Was ist denn da unten überhaupt? Das wissen wir ja noch nicht. Deswegen buddeln wir ja gerade. Ja, gar nicht. Ach du Scheiße! Das hat geleckt. Da! Luftblase! Vielleicht ist es doch nicht so geil hier ran zu buddeln. Mich führt das zu nix. Ich hab nur noch 9 Luftblasen. Wie heißen die? Leuchtstäbe. Lass mich da. Oh, danke. Nein, ich geh wieder weg. Weiter nach oben. Hier! Da ist eine Höhle! Öffne es! Oh, da guck mal, da unten leuchtet es sogar. Aber fick die Scheiße nochmal, ich ersaufe! Mein Leben! Sieht halt nichts. Boah, es ist so groß, ey, da schluckt das ganze Wasser. Ja, hier war ich schon mal. Echt? Ja. Wieso hast du das wieder zugemacht? Nee, also in dem Wasser war ich noch nicht. Aber wir haben uns gerade quasi in Richtung Jeepers Creepers gebuddelt. Ja. Du? Also wieder raus, oder was? Ja. Ihr könnt euch gerne die Jeepers Creepers reinziehen, aber die sind echt übel. Weil da kommen halt einfach so 10.000 von diesen Spinnen auf einmal auf dich zu. Du kannst dafür nichts dagegen tun. Lass doch mal springen, Stefan. Oh. Ich verstehe das nicht. Jetzt spring. Ja. Oh. Springt halt weg. Sehe ich halt nicht, da springt er einfach weg. Aber du kannst halt, wenn du an der Wand einmal klebst, kannst du alles machen. Du kannst buddeln. Unten ist, glaube ich, was. Oh, Eisen. Boah, hier ist voll der. Hä? Doch nicht. Keine,
Ich habe auch ganz viele Topasse, aber das bringt mir nichts. Hier, warum wollte keiner von euch das? Oh, hier, Alter, was geht denn hier ab? Übelster Mähdrescher. Oh, hier ist die Truhe. Oh, Pisser. Was kann die? Rope. Hier ab. Nur mal ein bisschen Rope. Boah, ich glaube, hier ist irgendwie so Endgegner oder so. Greis, hier ist irgendwie Greis. Climbing Claws. Slide down walls. Climbing, ja, das ist das, was ich dem Stefan gegeben habe. Schwache Heiltrank. Du hast die Climbing Claws und die Shoe Spikes. Wenn du die beiden hast, kannst du dich an Wänden festhalten. Mach mir mal eher, was hier der alte Greis kann. Komm in der Nacht wieder, wenn du hinein willst. Dann müssen wir wohl nochmal in der Nacht wiederkommen, weil. Aber ich bin doch schon drin hier. An dieser Motherfucker. Boys, wir müssen hier runter. Geht's voll ab. Hier, man wird jetzt hier langkommen? Ich muss hier noch abbauen. Hä? Ach, da kommt so. Da würde ich gesagt, ein bisschen Paranoia hier vorher hier runtergehen. Da ist ganz viel Kupfer. Kubiken habe ich auch wieder. Oh, oh mein Gott! Huch. Was war das? Ja, tolles Team, ey. Ich so übelst am wegfetzen alles. Und ihr so. No help. Ja, was denn? Bei Nacht wieder kommen, wenn wir hinein wollen, hat er gesagt. Meinst du, der ist dann weg oder was der? Ja. Wenn der sagt, wir sollen bei Nacht wiederkommen. Das wird er jetzt nach. Dann sieht der Stefan wieder nicht. Der Stefan, was macht der eigentlich? Ich laufe. Mal bitte schneller laufen. Nee. Die Wege vorbereiten für den, damit er nicht wieder abstürzt. Okay, dieses Loch, das ist beim letzten Mal zum Verhängnis geworden. Überall Brücken für Behinderte. Das sind übrigens 300 Einheiten über Null. Was? Ja, ich habe eine Taucheruhr, die zeigt mir an, wie hoch ich bin und wie tief. Das habe ich auch. Oh, ich glaube, ich höre euch. Auf wen anderen? Aber der Shadow one-shotted. War da eine Falle? Weil ich bin letztens mies von der Falle in die Luft gesprengt. Übelst weit der Weg.
eigentlich 200 HP auch Max HP? Weiß ich nicht. Was? Da ist er! Nein! Der Schädel? Ja. Ja, die müssen, glaube ich, bei Nacht. Die müssen jetzt warten, bis es Nacht wird. Noch so ein Alternativ, weil hier durchbuddeln können wir, glaube ich, nicht, oder? Geh mal. Nee, durchbuddeln geht nicht. Aber es ist ja gleich Nacht. Hier ist es schon Nacht. Er sagt mir, ich hoffe, du hast mindestens 6 Freunde, die hinter dir stehen. Dann kann ich auf Fluch klicken. Der 50th Dämonenauge? Oder ich kann auf Schließen klicken. Ey, das ist doch scheiße. Ich hätte nicht so oft auf dem Weg hier in sterben, Boys. Kann man den Spawnpunkt nicht eigentlich irgendwie bewegen oder so? Keine Ahnung. Bei Minecraft gab's das Bett, aber hier weiß ich halt gar nichts. Das wäre halt schon mal ganz interessant, weil immer hier so lang zu laufen. Guck mal, was hier hinter so abgeht. Aber vielleicht kann man sich hier was machen. Ich würde das schon ganz gerne. Kommt ihr bald hier an oder? Nee. Ich will ein bisschen rumexperimentieren. Ich sehe halt wieder nichts. Ich verstehe das nicht. Hast du denn mal geguckt, Gamma-Wert oder so? Gamma-Werte, wo gibt's das? Einstellungen nehme ich an. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also bei mir gibt es Multicore-Lightning. Aber ich sehe halt einfach so gut. Das ist wirklich richtig gut eigentlich. Ich habe leider auch keine Bombe gerade, sonst würde ich mal gucken, ob wir uns durch dieses durchführen können. Alter, macht der Zombie ja mehr Schaden als meine Waffe? Nee. Für mich ist halt, wenn du dich an der Oberfläche bewegst, wie als wenn du in der Höhle bist. Das ist ja nicht richtig. Wenn mal die Sachen ausgezogen, die du anhast, vielleicht ist da alles verbuggt oder so. Ich halt auch nicht. Dann nimm eine Fackel in die Hand und lauf. Das nochmal neu. Ja, warte, dann lass mal kurz, Fabi, lass mal ausprobieren, ob wir da reinkommen. Sprich mal mit dem Flugball. Ja, aber du hast mindestens 6 Freunde hinter dir stehen. Ja, sag mal deinen Fluch und guck mal. Fluch. Ah! Oh ja. Skeletron ist aufgewacht! Ich hab irgendwas beschworen und das hat mich direkt mal getötet hier! Fast. Komm ich. Größte Gott! Vielleicht nicht so klug. Sieht halt auch nicht so viel. Eigentlich hast du gar keinen Damage, weil ich das gar nicht hitze. Ich hab hier einen Arm. Pass auf, der Arm kommt. Alter, der hat 4000 HP! Ja, easy. Warte mal, ich wechsle mal eben auf die. Ah, vielleicht kommen wir jetzt einfach in die Höhle. Lass mal da einfach reingehen. Ich krieg den nicht kaputt.
draußen mal sehen. Ich geh da runter. Okay. Ja, wie lange ich wieder für die fucking Pfeile farmen muss, ne? Ah, oh, hier ist auf jeden Fall immer noch ein. Wir müssen erstmal hier den Skeleton Boy töten. Stefan! Ja. Komm wieder! Ja, ich connecte. Aber no, es funktioniert nicht. No help. Wie der halt einfach durch 5 Wände durchhitten kann. Was will der denn? Das können wir auf jeden Fall vergessen. Ja, wir müssen das souverän runterspielen. Wir brauchen Pfeil und Bogen, Boys. Nur noch 100 Pfeil und Bogen. Wir brauchen vor allem bessere Waffen. Ja, ihr braucht Pfeil und Bogen. Baut euch Platin-Pfeil und Bogen. Guck mal eben, ob ich Platin-Pfeil und Bogen noch herstellen kann. Ah! Einmal Platin-Bogen könnte ich noch herstellen, aber es ist halt die Frage, ob wir Pfeil und Bogen haben. Also Pfeile haben. Bestimmt keine Pfeile. Da sind noch 52 Domino-Pfeile. Natürlich, jeder hat Pfeile. Du hast garantiert auch Pfeile. Drück mal Escape und dann siehst du dein Inventar, ne? Ja. Alles groß. Und dann rechts daneben ist nochmal so ein Mini-Inventar. Ja. Da müssten Pfeile drin. Holzpfeil. Ja. Wahrscheinlich hast du auch ein paar Flammenpfeile. Nee, die habe ich alle auf der Bank. Aber ich habe. Warte mal. Jetzt kann ich noch ein paar Domino-Pfeile herstellen. Aber ist denn da, warte mal. Snack mal eben alles an Herstellungsgütern, das eventuell interessant sein könnte. Dämoniterze würde. Smaragd. Auch uninteressant. So krass sind wir noch nicht. Also ich glaube, zu Kupfer und so habe ich alles. Kann man das Kupfer überhaupt Pfeile herstellen? Weil ich glaube, kannst du dann nur mit Pfeilen besiegen. Ich habe einen neuen Silberbogen. Der ist sehr schwach. Hast du den? Habe ich ja wahrscheinlich, ja. Ich würde da Platinbogen herstellen. Na gut, dann kriegt halt irgendwer anders den Platinbogen. Hä? Drop den doch. Seid den Stefan jetzt in Silber. Ah, nee, warte, einen Platinbogen kann ich doch. Ja, der. Ich will mal mit für Stefan. Oder nee, ich hab den. Ja, gehen wir raus und gehen in dein Kompost spielen und gucken, ob wir noch Platinrüstung für euch herstellen können. Bei mir nicht. Also ich hab, weiß ich, 10 Platin auf der Bank oder so. Dann müssen wir es hier aus. Wo, oh, Stefan? Komm nicht rein. Da steht Connecting to und nichts passiert. Ich glaub, pennen muss. Ich will jetzt gerne diesen Boss nochmal probieren. Huch, Lost Connection. Hab ich gerade. Bla bla bla, Start. Wir schaffen den Boss nicht. Aber wir haben so viele Pfeile, du musst halt einfach mehr kiten. Wenn wir mehr kiten, gewinnen wir. Also das Spiel ist offen. Ihr braucht halt einfach nur, gib dem Stefan den Bogen, oder hab, ne, was hatte ich den? Ich hab 2 Bogen. Bögen. Voll erbärmlich, der hat keine Affixe, Suffixe, gar nichts. Vor allem müssen wir den Stefan bis dahin carryen. Habt ihr Heiltränke? Weiß ich nicht. Aber der Stefan kommt ja eh nicht rein, deshalb. Wusste er doch wieder, ist er doch gerade eben auch. Ich kann eine Tür runtersliden.
Nahkampfwaffe habe ich noch einen Zombie-Arm anzubieten. Ach stimmt, ich kann ja mal gucken, ob ich hier noch weiter Silberzeug herstellen kann. Eisenbahn kann ich herstellen. 5 Stück. Wow. Platinbogen, ey. Ich war so nah an meiner ersten Platinrüstung. Und dann bin ich so frech und gebe euch einfach Platinwaffen. Dann seid ihr auch noch so pessimistisch. Ich habe Leuchtwurzel und Mondscheinsaat. Unheiliger Pfeil. Damage. Ich habe bereits neue Gegenstände. Der ist besser als der Domino-Pfeil. Ja. Was soll das denn alles sein? Reus, ich habe 10 richtig krasse Pfeile. Oha. Die kriegt der mies in die Hälfte geschleudert, ey. Gut, gelbe Fackel kann ich erstellen. Ja, Stefan, kommst du jetzt noch hier ins Spiel, oder? Ja, jetzt. Ja, dann los, weiter nach rechts. Noch ist Tag.